Meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute hier bei unserem Webinar zur Reihe KWK in der Wohnungswirtschaft. Wir haben heute einen sehr spannenden Referenten, wir haben ein sehr spannendes Thema für Sie vorbereitet, aber bevor es losgeht, möchte ich Ihnen einfach noch ein paar technische Inhalte nahebringen. Und zwar haben Sie die Möglichkeit, unterhalb von unseren Bildern, von den Referentenbildern, haben Sie auf der linken Seite den Chat zur Verfügung. Dort möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen reinzustellen. Wir gehen dann im Laufe des Webinars auf diese Fragen ein. Das Video wird mitgeschnitten und wird später dann eventuell auf dem YouTube-Kanal der KRBW hochgeladen und steht sozusagen dann im Internet zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie sich dort per Chatnachricht darstellen, wird das eben später im Internet dann auch stehen. Sollten Sie keinen Ton haben, dann möchte ich Sie einfach bitten, den Browser zu aktualisieren beziehungsweise auch den Browser zu ändern. Ich sehe, es sind ein, zwei Teilnehmer auch über den Webcast dabei. Das liegt daran, dass EduDip nicht auf allen Browsern sauber läuft. Wir empfehlen immer den Google Chrome Browser zur Nutzung. Dort haben wir eben am wenigsten technische Probleme gehabt. Sollte es zu anhaltenden Problemen kommen, würden wir von EduDip zu MS Teams überswitchen, dann würde ich oder ein Kollege von mir in den Chat einen entsprechenden Link reinschicken. Und wenn Sie auf diesen Link draufklicken, landen Sie sozusagen im Webinarraum. Dann machen wir ein, zwei Minuten, bis alle rübergeswitcht sind und führen dort unsere Präsentation nahtlos weiter. Genau. Und ansonsten habe ich gar nicht so viel zu sagen. Und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei der Thematik. Strom aus kleinen Anlagen in der Wohnungswirtschaft, der Auftakt unserer Reihe zu KWK in der Wohnungswirtschaft. Wir haben heute Herrn Michael Huber von der Energiekonzept Ortenau dafür gewonnen. Und ich freue mich, Herr Huber, als langjähriger Kollege und Referent auch schon bei unseren Webinaren, freue ich mich drauf und bin gespannt auf die Dinge, die Sie uns erzählen. Vielen Dank für die einleitenden Worte, von meiner Seite natürlich auch ein herzlich willkommen und ich freue mich, dass so viele da sind. Ne? 37 Teilnehmer habe ich schon gesehen, auch schon den ein oder anderen bekannten Namen ist dabei, das ist schön, das macht natürlich Spaß. Ich habe heute das spannende Thema, das ich Ihnen näher bringen darf, das Thema Strom aus KWK-Anlagen, also aus kleinen KWK-Anlagen in der Wohnungswirtschaft. Was kann man damit machen, was macht man da am besten damit, was für Möglichkeiten gibt es. Das werde ich Ihnen alles in Ruhe zeigen. Auch ein paar kleine Stolpersteine, die es in dem Bereich auch gibt, möchte ich Ihnen aufzeigen, einfach um Ihnen zu erläutern, welche Möglichkeiten es in dem Bereich gibt. Obwohl ich ein paar bekannte Namen gelesen habe, glaube ich, dass es noch nicht jeder von uns oder jeder von Ihnen uns kennt, deswegen werde ich uns nachher auch nochmal kurz vorstellen auf jeden Fall. Was habe ich heute mit Ihnen vor? Zunächst mal will ich uns auf eine Basis bringen, ja, weil wenn wir jetzt eine Umfrage starten würden und fragen würden, was ist Mieterstrom und jeder von Ihnen dürfte das in irgendeiner Art und Weise definieren, würden wir relativ schnell feststellen, dass es die unterschiedlichsten Definitionen dafür gibt. Und ich werde Ihnen nachher auch zeigen, dass es nicht nur uns so geht, sondern es geht auch teilweise unseren Ministerien so. Also es wird unterschiedlichst definiert. Deswegen müssen wir erstmal eine gemeinsame Basis schaffen, ja, auf Basis derer wir dann dementsprechend aufbauen können. Danach schauen wir uns den Rechtsbegriff der Kundenanlage an, der sehr, sehr wichtig ist im Bereich Mieterstrom. Kundenanlage ist da sehr essentiell, was das ist und was darunter zu verstehen ist, schauen wir uns an. Dann gucken wir uns ein paar Anforderungen aus dem Messstellenbetriebsgesetz an, was das damit zu tun hat. Zählerkonzepte schauen wir uns an. Eigenverbrauch ist einer dieser berühmten Stolpersteine, die da häufig auftauchen. Die schauen wir uns näher an. Und zum Schluss wird es dann praktisch. Das ist immer schön, wenn man das Ganze ein bisschen praktisch ausklingen lassen kann, wenn wir die Theorie hinter uns haben. Schauen wir ein paar Praxisbeispiele an, um Ihnen einfach zu zeigen, dass das Ganze nicht nur graue Theorie ist, sondern auch bundesweit gelebt wird bereits. Wie angekündigt, für diejenigen unter Ihnen, die uns noch nicht kennen, ein paar Sätze zu mir bzw. zu Energiekonzept Ortenau. Mein Name ist Michael Huber, ich bin Geschäftsführer der Energiekonzept Ortenau und wir haben uns 2014 mit dem zentralen Ziel gegründet, das Blockheizkraftwerk fürs Mehrfamilienhaus salonfähig zu machen. Ja, also wir bezeichnen uns als Überzeugungstäter, machen das auch aus purer Überzeugung, weil wir einfach fest und ureigens davon überzeugt sind, dass das Blockheizkraftwerk ins Mehrfamilienhaus reingehört.
Und wie Sie vielleicht mitbekommen haben, findet es noch viel zu wenig dort Platz. Es bessert sich von Jahr zu Jahr. Es werden immer mehr BHKWs platziert. Aber es gibt, könnten immer noch deutlich mehr sein. Und anhand dieser Hürden, also es gibt verschiedene Hürden. Auch hier könnten wir jetzt mit Sicherheit eine Umfrage machen. Da würden ganz viele von Ihnen mit Sicherheit ganz viele Themen wissen, warum ein Blockheizkraftwerk nicht ins Mehrfamilienhaus rein sollte. Und anhand dieser Hürden, die es eben entsprechend gibt, haben wir unsere Dienstleistung angegliedert, um eben für jede Hürde eine entsprechende Dienstleistung zu schaffen und so den Weg fürs BHKW frei zu machen. Wir sind ein Zusammenschluss aus den verschiedensten BHKW-Fachleuten aus ganz Baden-Württemberg. Ja, also haben in ganz Baden-Württemberg verteilt Leute und auch die sich mit dem Thema BHKW auskennen, sind auch Mitglied im Arbeitskreis für dezentrale Energietechnik am Umweltministerium, zusammen mit Herrn Anders, der dort auch Mitglied im Arbeitskreis ist, versuchen wir dort eben auch dementsprechend auf die Politik entsprechend Einfluss zu nehmen, um auch dort den Weg zu ebnen. Genauso sind wir in den Verbänden BDEW, BKWK, BDEW, das ist der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft. Da sitzen quasi die ganzen Energielieferanten und Netzbetreiber, die eben mit Mieterstrom dann dementsprechend auch in Verbindung kommen. Und BKWK, das ist der Verband, der Bundesverband der Kraft-Wärme-Kopplung, die sich eben auch zum Ziel gemacht haben, den Weg fürs Blockheizkraftwerk frei zu machen. Wir sind bundesweit tätig. Der Schwerpunkt liegt natürlich in Baden-Württemberg. Klar, da kommen wir her, da haben wir am meisten Projekte umgesetzt, haben aber auch oben in Schleswig-Holstein einzelne Anlagen laufen und auch in Berlin. Also wir bezeichnen eigentlich Deutschland als unser Feld und sind da auch immer mehr außerhalb Baden-Württembergs aktiv. Wir haben jetzt, die Folie ist schon ein bisschen älter, das müssten so um die 200 Anlagen sein, die wir KWK-Anlagen, die wir mittlerweile bundesweit betreuen, haben aber Erfahrungen im Bereich Mieterstrom oder eben Vermarktung von dezentralen Stromerzeugung aus über 600 Projekte machen können. Bevor wir starten, noch ganz kurz, Sie können gerne auch Fragen stellen, ja, das ist mir immer wichtig, ich werde immer wieder in den Chat reingucken, also wenn Sie Fragen haben, ist immer schön, wenn es direkt zur Folie ist, das macht das Ganze auch ein bisschen lebhafter, grätschen Sie ruhig rein, also schreiben Sie ruhig eine Nachricht, ich greife die dann immer wieder raus. Und dann finden wir da mit Sicherheit dann die Möglichkeit, die dann auch direkt zu beantworten. Genau. Herr Huber, ich werde Sie dann auch immer wieder ein bisschen darauf hinweisen und dann schauen wir mal, dass wir das alles hinkriegen. Und wir werden ganz zum Schluss auch nochmal auf die Fragen eingehen. Wir sehen, wir haben eine ganze Menge Folien. Das kriegen wir zeitlich wahrscheinlich alles rein. Aber es hängt natürlich davon ab, wie viele Fragen Sie stellen und wie viele Fragen zu beantworten sind. Das heißt, wenn wir ein bisschen überziehen, werden Sie es uns vielleicht nachsehen. Aber das hängt eben damit zusammen, dass wir versuchen, alle Ihre Fragen zu beantworten. Genau, also das ist unheimlich wichtig. Ich möchte Sie da wirklich animieren, wenn Sie Fragen haben, wirklich trauen Sie sich, schreiben Sie es rein. Wir beantworten jede Frage. Es gibt auch keine dummen Fragen in dem Bereich. Es ist teilweise ein komplexes Thema. Deswegen, also ich möchte Sie wirklich animieren, wenn Sie Fragen haben, direkt reinschreiben, dann kriegen wir das auch entsprechend hin. Ja, was ist Mieterstrom? Und wer meine Vorträge kennt, der weiß, ich starte immer mit einem Zitat. Das ist für mich immer wichtig, um das Ganze so ein bisschen auch aufzulockern. Und im Bereich Mieterstrom starte ich immer mit dem Zitat von Earl Wilson. Earl Wilson werden die wenigsten von Ihnen wahrscheinlich kennen. Das war ein amerikanischer Schriftsteller, der seinerzeit aber was gesagt hat, was für Mieterstrom absolut zutreffend ist und eigentlich auch ein bisschen verdeutlicht, wie wichtig Mieterstrom eigentlich ist. Denn er hat gesagt, Benjamin Franklin mag die Elektrizität entdeckt haben, aber es war der Mann, der den Stromzähler erfand, der dadurch reich wurde. Das heißt, Sie können noch so viel Strom dezentral erzeugen, wenn Sie nicht eine Möglichkeit finden, diesen entsprechend zu vermarkten und auch wirtschaftlich zu vermarkten, dann macht das Ganze natürlich relativ wenig Spaß. Das ist so das, was sich dahinter verbirgt. Und es ist so, ja, kann man sagen, wie eine Zusammenfassung für Mieterstrom. Und ich hatte Ihnen ja schon gesagt, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, was ist für Sie Mieterstrom, würden die unterschiedlichsten Definitionen kommen. Und ich habe Ihnen jetzt mal drei Definitionen rausgesucht, um Ihnen einfach mal zu veranschaulichen, dass auch die Institutionen sich nicht so ganz im Klaren darüber sind, was eigentlich Mieterstrom ist. Es gibt auch nicht den Mieterstrom, also Mieterstrom an sich ist nicht
legal in irgendeiner Art und Weise definiert, aber es gibt eben unterschiedliche Interpretationen. Und wenn wir uns mal das Wirtschaftsministerium, das Eckpunktepapier Mieterstrom anschauen, dann finden wir da die Definition. Als Mieterstrom wird der Strom bezeichnet, der in einem Blockheizkraftwerk oder in einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Wohngebäudes erzeugt und an Letztverbraucher in diesem Wohngebäude geliefert wird. Also laut BMWi, also Wirtschaftsministerium, handelt es sich um Strom aus Blockheizkraftwerken oder Photovoltaikanlagen innerhalb eines Wohngebäudes. Ja, also ein recht eng definierter Begriff. Wenn wir uns das Energielexikon angucken, dann ist dort der Begriff deutlich weiter definiert, denn da heißt es, es handelt sich um elektrische Energie, die in dezentralen Stromerzeugungsanlagen erzeugt wird und direkt, also nicht über das öffentliche Stromnetz an Mieter in Mehrfamilienhäusern oder gewerblichen Gebäuden geliefert wird. Ja, also Energielexikon sagt erstmal alles, was dezentral an Strom erzeugt wird, völlig egal, was für ein Erzeuger es ist, ob es ein Blockheizkraftwerk ist, eine Photovoltaikanlage, ein Windgenerator oder irgendwas in der Art, ist völlig egal. Dezentral erzeugter Strom und der eben an Mieter in einem Mehrfamilienhaus oder auch in gewerblichen Gebäuden entsprechend geliefert werden kann. Also ein sehr, sehr weit gedehnter Begriff. Sehr, sehr eng definiert ist das EEG, also das Erneuerbaren Energiengesetz. Und dort ist auch nicht direkt von Mieterstrom die Rede, sondern von dem sogenannten Mieterstromzuschlag. Und dann sagt das Gesetz Mieterstromzuschlag, dabei handelt es sich quasi um Strom aus Solaranlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 100 kW Peak, die auf oder in einem Wohngebäude installiert sind. Ja, also wenn ich nach dem EEG gehe, nach dem Mieterstromzuschlag gehe, dann ist es Strom ausschließlich aus Photovoltaikanlagen und nur auf Wohngebäuden und maximal bis 100 kW Peak Leistung. Und jetzt frage ich Sie, was gilt jetzt? Ja? Was ist denn jetzt Mieterstrom? Ja, wie ich Ihnen schon gesagt habe, es gibt keine Definition. Was wir dringend tun sollten, ist, wir sollten Unterscheidung machen zwischen gefördertem Mieterstrom nach dem EEG und allem anderen. Ja? Also alles, was eben nicht geförderter Mieterstrom ist, ist so ein bisschen alles andere. Ja? Und bei gefördertem Mieterstrom gilt eben genau das, was ich Ihnen im Gesetz gezeigt habe. Da habe ich eine Solaranlage mit maximal 100 kW Peak. Ich habe ein Vertragskopplungsverbot. Ich habe diverse Dinge, an die ich mich halten muss, damit ich diese Förderung in Anspruch nehmen kann. Aber alles außerhalb ist nicht weniger Mieterstrom. Also Sie können auch Blockheizkraftwerk mit Blockheizkraftwerk Strom erzeugen und auch dabei handelt es sich um Mieterstrom. Mein Vortrag heute wird sich ausschließlich auf die rechte Seite konzentrieren. Ja, also ich werde mit Ihnen alles angucken, was klassischer Mieterstrom, also alles, was andere Mieterstrommodelle betrifft. Warum? Weil alles, was für diesen Bereich gilt, gilt selbstverständlich auch für den Mieterstromzuschlagsbereich. Der Unterschied ist, und das sehen Sie hier, ist lediglich, ich darf halt bei dem geförderten Mieterstrom nur Strom aus Photovoltaikanlagen nehmen und muss diverse Klauseln einhalten. Ansonsten ist es das komplett Gleiche. Trotzdem gab es jetzt eine Neuerung in dem Bereich, deswegen ist Mieterstrom auch deutlich bekannter geworden, weil es auch in den Medien sehr stark breitgetreten worden ist, dass sich in dem Bereich Mieterstrom nach EEG etwas geändert hat. Und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, deswegen in dem Bereich kurz die neuen Fördersätze, die es gibt, die auch echt nicht schlecht sind, muss man sagen, wo wirklich viel getan worden ist. Sie bekommen jetzt Fördersätze. Bei einer installierten Leistung bis 10 kW Peak erhalten Sie 3,79 Cent pro Kilowattstunde, bis 40 kW Peak 3,52 und bis 750 kW Peak 2,37 Cent. Und jetzt müssten Sie aufschreien, müssten sagen, was heißt denn hier 750 kW Peak? Es hieß doch, es geht nur bis 100 kW Peak. Ja, die 100 kW Peak gelten. Aber durch eine Klammerung, also wenn ich mehrere PV-Anlagen in einem Gebiet klammern muss, dann könnte unter Umständen auch mehr als 100 kW Peak entstehen. Deswegen gibt es im Gesetz die Definition bis 750 kW Peak. Was Sie wissen müssen, ist, wenn Sie sowas in Anspruch nehmen möchten, dann sollten Sie die Anlage maximal 100 kW Peak groß planen. Jetzt hat der Herr Fernsner hat geschrieben, ob die Aussagen auch für Eigentümergemeinschaften gelten. Natürlich, ich komme nachher nochmal dezidiert auf die Eigentümergemeinschaften zusammen, ganz klar. Aber die sind sogar Zielgruppe, ja. Also die Politik hat sogar explizit Eigentümergemeinschaften bei Mieterstrom
im Auge und möchte auch ganz klar, dass in dem Bereich unbedingt Mieterstrom umgesetzt wird. Ja, also gerade bei Eigentümergemeinschaften ist das das große Ziel. Jetzt in den folgenden Folien, da wie gesagt kein Unterschied, kein großer Unterschied dazu besteht, geht es aber um die rechte Seite, also um alle Mieterstrommodelle, also auch KWK-Strom, den schauen wir uns jetzt genauer an. Und da ist immer erstmal die Frage, was ist es jetzt? Ja, wir sind immer noch bei der Frage, was ist eigentlich Mieterstrom? Und ich finde, das kann man sich immer ganz gut vorstellen, wenn man sich so ein klassisches Mehrfamilienhaus anguckt, ein Blockheizkraftwerk dort installiert oder eine Photovoltaikanlage, ist völlig egal. Und jetzt lassen wir das Blockheizkraftwerk laufen. Und was passiert? Der Strom landet natürlich vorrangig im Haus. Ja, also das heißt, erstmal wird der Strom im Haus verbraucht. Der Strom geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und im Haus wird erstmal der Strom physikalisch verbraucht. Und nur wenn ich mehr Strom erzeuge, als im Haus verbraucht wird, dann landet der im Netz der allgemeinen Versorgung, also in unserem bekannten Stromnetz. Abrechnungstechnisch, und das ist das Gemeine an der Geschichte, und es passiert bundesweit noch viel zu oft, diese Situation, passiert jetzt aber Folgendes. Ja? Wie gesagt, physikalisch landet die Kilowattstunde immer im Haus. Bei der Volleinspeisung verkauft der Anlagenbetreiber jetzt die Kilowattstunde Strom, je nachdem, was es für eine Anlage ist, zwischen 2 und 8 Cent, ans Netz und zeitgleich kaufen jetzt die Bewohner die gleiche Kilowattstunde Strom wieder für 25 bis 30 Cent vom Netz zurück. Das heißt, im ungünstigsten Fall habe ich Faktor 10. Ja, also ich habe quasi den Strom, verkaufe ich für 2 Cent und verkaufe es nachher wieder für 30 Cent ans Netz zurück. Also mehr als das Zehnfache an Preisunterschied. Und was sagt jetzt Mieterstrom? Was sagt jetzt Strom, der dezentral vermarktet wird? Das sagt nichts anderes, dass eben die Vergütung für diesen Strom, die Vergütung für diese Kilowattstunde da landet, wo sie hingehört, nämlich beim Anlagenbetreiber. Und das und nichts anderes als das. Und das müssen Sie, wenn Sie heute nichts lernen, das sind die zwei wichtigsten Folien. Erstmal nichts anderes als das ist Mieterstrom. Ja, also einfach die Vermarktung von dezentralem Strom an die Objektteilnehmer am Objekt. Und dabei ist es völlig unerheblich, ob das Mieter sind, ob das Eigentümer sind, ob das gewerbliche Mieter sind, ob das gewerbliche Eigentümer sind, ist erstmal für Mieterstrom völlig irrelevant. Und auch die Erzeugungsanlage ist für primär, für originären Mieterstrom irrelevant. Das heißt, es geht um die Frage, soll ich den Strom einkaufen, einspeisen oder soll ich ihn verkaufen? Ja, damit beschäftigt sich Mieterstrom. Und diese Frage kann man immer am einfachsten beantworten, wenn man sich die Zahlströme mal genauer anguckt. Und was ich Ihnen jetzt hier mal aufgeschlüsselt habe, ist ein Beispiel von einer klassischen kleinen KWK-Anlage bis 50 kW Leistung. In dem Fall habe ich jetzt ein BRKW mit 6 kW angenommen. Da gibt es die verschiedensten Beispiele. Es ändert sich nicht viel, aber es ändert sich im Wartungsbereich ein bisschen was, aber das erkläre ich Ihnen gleich. Ja, also ich habe einmal auf der rechten Seite habe ich meine Produktionsseite. Ich muss ja die Kilowattstunde Strom erstmal erzeugen. Dazu brauche ich Brennstoff. Da kostet die Kilowattstunde im Moment so im Schnitt circa 4,5 Cent pro Kilowattstunde. Und ich muss Wartung und Instandhaltung vom Blockheizkraftwerk entsprechend bezahlen. Das sind eben 5 Cent bei so einem klassischen 5 bis 6 kW BRKW. Was Sie sich merken können, was Sie mit Sicherheit in den nachfolgenden Webinarreihen aber auch noch hören werden, ist, je größer das BRKW wird, ja, also je größer die elektrische Leistung von so einem Blockheizkraftwerk, desto niedriger sind in der Regel die Wartungs- und Instandhaltungskosten pro Kilowattstunde. Ja, also das heißt, es wird immer besser. Ich habe jetzt hier ein eher kleines, ich habe ja quasi das Thema kleine KWK-Anlagen, das heißt, ich habe hier jetzt ein kleines BRKW einmal dargestellt, da kostet also die Kilowattstunde Strom, wenn ich sie mit diesem Blockheizkraftwerk erzeuge, circa 9 bis 10 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn ich diese Kilowattstunde jetzt nehme und ins Netz einspeise, also nicht an die Bewohner im Objekt vermarkte, passiert Folgendes. Ich bekomme zunächst mal beim BRKW den sogenannten EEX Baseload-Preis. Ja, das ist der Preis, den der Netzbetreiber mindestens vergüten muss, wenn Sie Strom als BRKW innerhalb des Förderzeitraums einspeisen. Und in den vielen Jahren Erfahrung, die ich in dem Bereich habe, kann ich Ihnen sagen, ich habe noch keinen Netzbetreiber gefunden, der freiwillig mehr bezahlt hätte. Das heißt, dieser EEX Baseload-Preis, dieser KWK-Index, wie er auch häufig genannt wird, der ist gesetzt und der wird auch vergütet, aber
darüber hinaus erhalten Sie in der Regel nichts. Sie bekommen noch Familiennetznutzungsentgelte. Auch das ist bei jedem Netzbetreiber ein bisschen unterschiedlich, ist aber alles im Bereich unter einem Cent, deutlich unter einem Cent. Sie bekommen Energiesteuerrückerstattung, also die Energiesteuer, die Sie eben für das Gas beispielsweise aufgewendet haben, um die Kilowattstunde zu erzeugen, bekommen Sie zurückerstattet. Und Sie bekommen den staatlichen KWK-Bonus nach dem neuen KWKG für 30.000 Vollbenutzungsstunden für 16 Cent. Das heißt, unterm Strich bleiben immerhin beachtlicherweise 21,6 Cent pro Kilowattstunde übrig. Und wenn ich jetzt die Produktionskosten abziehe, die 9,5 Cent, bleiben eben noch fast über 12 Cent pro Kilowattstunde übrig, um die Investitionskosten, weil Sie finden in den Produktionskosten ja jetzt keine Kapitalkosten, um die Investitionskosten zu amortisieren und vielleicht noch eine schöne Rendite rauszuholen. Also wenn man das so sieht, könnte man ja sagen, warum soll ich eigentlich Mieterstrom machen? Das ist doch eigentlich ganz lukrativ. Naja, es wird ein bisschen kritisch, wenn Sie sehen, dass der KWK-Bonus nur für 30.000 Vollbenutzungsstunden ausbezahlt wird. Ja, das heißt, nach 30.000 Vollbenutzungsstunden, das ist meistens nicht mal die Hälfte von so einem BHKW-Leben, fällt der Bonus weg. Und wenn Sie die 16 Cent abziehen, merken Sie, dass es hier relativ schnell negativ wird. Also es wird dann negativ, das heißt, jede Kilowattstunde Strom, die erzeugt wird, kostet dann auf einmal Geld und bringt kein Geld mehr. Deswegen ist es wichtig, auch innerhalb des Förderzeitraums schon mit der Vermarktung vom Strom entsprechend dies zu berücksichtigen. Und jetzt könnte man sagen, okay, es ist eine momentane Situation, wir bekommen im Moment nicht viel. Der KWK-Index schwankt ja jedes Quartal, da wird ja jedes Quartal neu festgelegt. Und wenn wir uns aber mal angucken, wie der sich so in den letzten Jahren entwickelt hat, dann sehen wir, dass der eigentlich eher eine Seitwärtsbewegung, sogar von der Tendenz her eher eine rückläufige Bewegung macht. Das heißt, der Strom, wenn ich ihn einspeise, wird sogar tendenziell eher weniger wert als mehr. Das heißt, auch hier ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir hier irgendwann mal wieder Preise über den 9 bis 10 Cent Bereich kommen werden. Das heißt, da wird sich maximal stagnieren, aber nicht wieder steigen. Und jetzt müssten Sie aufschreien und sagen, Moment mal, was heißt denn hier, der Strom wird immer weniger wert, ich zahle doch jedes Jahr mehr für meinen Strom. Und da haben Sie vollkommen recht, denn der Strompreis, wie ihn Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland einkaufen, der steigt jedes Jahr. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich habe Ihnen hier mal den Verlauf von 2000, also 98 noch als Referenzjahr, also von 2000 bis 2021 mitgebracht, um Ihnen einfach mal zu zeigen, wie sehr die Preise in den vergangenen Jahren gestiegen sind. Und das sind keine Maximalpreise, ne? Das sind Durchschnittspreise. Das ist das, was im Schnitt für eine Kilowattstunde Strom bezahlt worden ist. Und es war leider jedes Jahr mehr. Das heißt, die Spanne zwischen Einspeisen und vor Ort vermarkten, diese Spanne erhöht sich jedes Jahr. Ja, es wird immer größer. Der Strompreis an sich wird immer teurer. Der Strom an sich, wenn ich ihn einspeise, wird immer weniger wert. Das heißt, es wird eigentlich jedes Jahr lukrativer, den Strom vor Ort zu vermarkten. Wie sieht es jetzt aus, wenn ich die gleiche Folie, wie Sie vorher gesehen haben, beim Einspeisen mal für den Verkauf aufbringe, dann sieht es wie folgt aus. Die Produktionskosten sind natürlich komplett identisch. Ja. Dem BHKW ist es vollkommen egal, ob Sie die Kilowattstunde einspeisen oder ob Sie sie vor Ort vermarkten. Da ändert sich nichts, aber an der Vergütungsseite ändert sich was. Sie können jetzt erstmal einen beliebigen Strompreis vereinbaren. Und ich habe Ihnen jetzt hier mal 23 Cent als Beispiel genannt. Ja. Wenn Sie gucken, wenn wir die Folie nochmal kurz zurückgehen, dann sehen Sie, der Bundesschnitt liegt bei 31 Cent. Und ich habe jetzt mal 23 Cent angesetzt. Viele bringen an dem Punkt das Thema Mehrwertsteuer an, weil sie sagen, ja, Moment mal, Mehrwertsteuer könnte ja auch anfallen. Das ist absolut richtig, aber es muss nicht zwingend so sein. Also es gibt auch viele unserer Kunden im kleinen Bereich, optieren als Kleinunternehmer, da spielt die Mehrwertsteuer keine Rolle. Um aber hier den Diskussionen keinen Vorschub zu gebieten, wollte ich einfach die 23 Cent mal ansetzen als Kampfpreis. Ja, wie gesagt, hier kann ich x-beliebig jeden Preis ansetzen. Ich muss die EEG-Umlage abführen, das sind dieses Jahr sogar nur noch 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Die Energiesteuer muss zurückerstattet werden und ich bekomme den staatlichen KWK-Bonus für 30.000 Vollbenutzungsstunden von immerhin noch 8 Cent. Ja, also die Hälfte von dem, wie wenn ich es einspeise, macht unterm Strich 6
26 Cent pro Kilowattstunde, die ich Vergütung erhalte, sich davon eben wieder diese Produktionskosten ab, bleiben mir noch über 16 Cent pro Kilowattstunde übrig, um die Kapitalkosten und gegebenenfalls eine Rendite entsprechend zu amortisieren. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, da haben wir eine Frage von Herrn Bartel. Wie sieht das Thema Abrechnung in einem 23-Familienhaus aus und wie wird es steuerlich gewertet? Herr Bartel, da komme ich später noch dazu. Also jetzt nicht explizit für ein 23-Familienhaus, aber generell natürlich, wie das Thema Abrechnung stattfindet, komme ich auf jeden Fall nachher noch dazu. Der Herr Barbock schreibt, Energiesteuerrückerstattung liegt bei 0,55 Cent pro Kilowattstunde. Wie kommen Sie auf die 1,77 Cent? Sehr guter Hinweis. Das ist richtig. 0,5, ich gehe nochmal kurz zurück. Der Herr Sauerborn schreibt eben, warum schreiben Sie hier 1,77 Cent an Vergütung und nicht 0,55 Cent? 0,55 Cent sind es pro Kilowattstunde. Da Sie aber, ich betrachte hier die Kilowattstunde pro Strom und nicht die Betriebsstunde. Ja, das heißt, wenn ich, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das so zu erklären, ich erkläre es Ihnen im Nachgang auch gerne nochmal genauer. Aber ich muss ja auch, wenn ich eine Kilowattstunde Strom erzeugen muss, muss ich auch gleichzeitig drei Kilowattstunden oder zwei, je nachdem, wie sich das Verhältnis darstellt, an Wärme erzeugen. Das heißt, also ich habe da auch da einen entsprechenden Brennstoffbedarf und der ist hier entsprechend mit berücksichtigt. Deswegen sind also hier die vollen Kilowattstunden, die ich zurückerstattet bekomme, pro Kilowattstunde Strom, die ich erzeuge. Wie gesagt, wenn das nicht ganz klar war, erkläre ich Sie nachher auch gerne nochmal. Der Herr Walder hat noch die Frage, warum ist der KWK-Zuschlag nur noch 8 Cent gegenüber 16 Cent auf der vorherigen Folie? Das ist nach dem KWKG. Ja, also ich zeige nochmal kurz allen, was gemeint ist. Der Herr Walder schreibt, warum sind es hier 16 Cent, ne, bei meinem Einspeisen? Und warum ist es bei der, wenn ich es im Objekt vermarkte, nur noch 8 Cent? Das ist im KWKG so geregelt. Ja, also der Gesetzgeber hat natürlich erkannt, dass wenn Sie den Strom im Objekt halten, Sie eine deutlich höhere Wirtschaftlichkeit haben und deswegen ist die Förderung dort nur halb so hoch. Und Sie sehen aber trotzdem, dass Sie insgesamt, auch wenn Sie nur die Hälfte an Förderung bekommen, trotzdem mehr verdienen. Und wenn die 30.000 Vollbenutzungsstunden dann wegfallen, ist es eben noch umso besser. Herr Huber, jetzt haben Sie die Frage von Herrn Sauerborn übersprungen. Es ging jetzt einfach, Sie haben jetzt sozusagen die Frage von Herrn Barbock dem Herrn Sauerborn zugeschoben. Entschuldigung. Genau, auf der rechten Seite stehen ja die Brennstoffkosten von 4,5 Cent. Aber diese Brennstoffkosten 4,5 Cent beziehen sich doch auf das Gas und eben nicht auf, umgerechnet auf den Strom. Doch, also das, was Sie hier sehen, sind die Produktionskosten und die Vergütung für eine Kilowattstunde Strom. Um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen, brauche ich erstmal 4,5 Cent pro Kilowattstunde, wo ich am Brennstoff aufwenden muss. Ja, es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wie ich das, ich habe schon mal überlegt, wie man das anders darstellen kann. Also ich kann ja nicht das BRKW laufen lassen und quasi nur Strom erzeugen. Ne? Also ich kann ja nicht einfach sagen, der Generator soll durchlaufen, weil ich habe, wenn ich einen Brennstoff verbrenne, habe ich eben immer grob zwei Drittel thermische Energie und ein Drittel ganz grob kinetische Energie. Und nur dieses eine Drittel kann ich ja zur Stromerzeugung nutzen. Und die zwei Drittel, die ich zur Wärmeerzeugung verwendet habe, ja, die sind bei den Produktionskosten nicht berücksichtigt, weil sie auf die Wärmeseite zuzurechnen sind. Die Energiesteuerrückerstattung ist aber auf der Vergütungsseite berücksichtigt, weil ich ja auch die vollen Wartungskosten berücksichtigt habe. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen klar. Es ist kompliziert. Ja, ich hoffe, es ist auch verständlich rübergekommen. Ich möchte Sie einfach nur noch mal bitten, vielleicht ein bisschen auf die Zeit zu gucken. Ja, ich gebe Gas, versprochen. Gut, genau, was immer wichtig ist, worauf man auch immer hinweisen sollte, durch Mieterstrom entsteht eine Win-Win-Situation. Ja, das bedeutet, nicht nur der Bewohner profitiert von günstigem, umweltfreundlichen Strom, der Anlagenbetreiber erhält mehr Vergütung, wie ich Ihnen schon dargestellt habe, und ein Bauträger beispielsweise, was wir auch immer mehr erleben, die heben sich vom Wettbewerb ab, indem sie eben smarte, umweltfreundliche Technologie einsetzen. Ja, das heißt, in der Regel gewinnen hier nur Leute. Natürlich gibt es auch Verlierer. Das sind hier in dem Fall meistens halt eben die Netzbetreiber. Was muss ich machen, damit ich so ein Projekt umsetzen kann? Was muss ich da technisch machen? Ich muss dafür sorgen, dass ich einen sogenannten Netzverknüpfungspunkt habe. Ja, das heißt, ich muss schauen, dass ich eben,
wenn ich jetzt zwei Hausanschlüsse habe, bei größeren Objekten zum Beispiel, gibt es häufig mit mehreren Hauseingängen, gibt es unter Umständen mehr als einen Stromhausanschluss, da muss ich den irgendwie zusammenlegen. Das kann ich entweder machen, indem ich, wenn es der Fall so ist, wie es hier dargestellt ist, eine Stichleitung habe zwischen den beiden Hausanschlüssen und dann den Netzverknüpfungspunkt davor setze und die Stichleitung vom Netzbetreiber übernehme. Das funktioniert in der Regel problemlos. Oder wenn ich eine Tiefgarage zum Beispiel habe, dann kann ich diese beiden Hausanschlüsse über eine Tiefgarage miteinander verbinden, damit eben nur noch ein Hausanschluss entsprechend da ist. Und an diesen Netzverknüpfungspunkt setze ich dann einen Zähler, den sogenannten Summenzähler, und der misst eben, was aus dem Haus rausfließt an Strom, also wenn quasi mehr Strom erzeugt wird, wie im Objekt verbraucht wird, oder umgekehrter Fall, wenn eben das BRKW zum Beispiel steht und ich eben nicht genug Strom erzeuge, beispielsweise Weihnachten, alle Herdplatten sind an, dann ist automatisch der Versorger von außen, der über den Summenzähler das Haus mit Strom versorgt. Genau, an dieser Stelle kommt häufig die Frage, ja, was passiert denn jetzt aber, ich darf ja niemanden zwingen mitzumachen. Und was passiert denn jetzt, wenn einer nicht mitmachen will? Wenn Bewohner 1 jetzt sagt, ich möchte keinen BRKW-Strom beziehen, sondern ich möchte von meinem Stromanbieter XY den Strom von außen beziehen. Dann war das früher immer ein Riesenthema, weil man immer die sogenannte galvanische Trennung einhalten musste. Das heißt, man hat eine doppelte Sammelschiene eingeführt. Die meisten Netzbetreiber fordern das heute noch. Und dann musste man immer Kabel legen. Man musste dann quasi den Stromzähler von Bewohner 1 vor den Summenzähler ziehen, musste also ein Kabel ziehen. Und wenn Sie sich jetzt ein größeres Mehrfamilienhaus, in Berlin beispielsweise, haben wir 160 Wohneinheiten, da könnte ich einen Elektriker beschäftigen, der nichts anderes den ganzen Tag macht, wie Leitungen ziehen, weil Sie dann ja auch entsprechende Fluktuation haben und permanenten Wechsel haben, da hätten Sie keinen Spaß. Das hat auch der Gesetzgeber erkannt und hat zum Leidwesen der Netzbetreiber das sogenannte virtuelle Zählpunktverfahren geschaffen. Das virtuelle Zählpunktverfahren macht im Prinzip Folgendes, es rechnet den Verbrauch von Bewohner 1 virtuell raus. Das heißt, es wird einfach zum Ende der Abrechnungsperiode vom Summenzähler, vom Bezugszählwerk abgezogen. Das heißt, ich muss keine aufwendigen Elektriker bestellen, die irgendwelche Leitungen ziehen. Das ist dann dementsprechend einfach realisierbar. Das ist auch meine Bitte an Sie, wenn Sie so ein Modell umsetzen, lassen Sie sich bitte nicht die doppelte Sammelschiene aufschwatzen vom Netzbetreiber. Das macht Ihnen einen Haufen Kosten, einen Haufen Ärger und Sie haben im Endeffekt nachher nichts davon. So, jetzt nachdem wir alle wissen, was Mieterstrom ist und wie ich es technisch grob umsetze, sollten wir uns auch noch ein bisschen das Rechtliche dazu angucken. Denn was ist rechtlich gesehen Mieterstrom eigentlich? Von der rechtlichen Seite her handelt es sich dabei um Strom, der innerhalb von einer Kundenanlage verbraucht wird. Und eine Kundenanlage, der Begriff wurde 2011 im Energiewirtschaftsgesetz geschaffen. Da war im Prinzip das Ziel, dass alles, was sich darin bewirkt, darin stattfindet, so einfach wie möglich abgewickelt werden kann. Und innerhalb von der Kundenanlage muss ich beispielsweise keine Umlagen, außer der EEG-Umlage, die muss ich abführen, aber von allen anderen Umlagen bin ich befreit und ich bin auch von den meisten Pflichten eines klassischen Netzbetreibers befreit. Ein paar Dinge muss ich als Stromlieferant und Netzbetreiber auch dort einhalten, aber ich bin von den meisten Pflichten komplett befreit. Deswegen versuchen wir bei unseren Projekten auch immer tunlichst darauf zu achten, dass wir die Tatbestandsmerkmale der Kundenanlage dringendst einhalten, ja, weil alles andere macht in dem Bereich sonst keinen Spaß, im Bereich von kleinen KWK-Anlagen, deswegen muss es immer innerhalb von der Kundenanlage sich bewegen. Und leider ist der Begriff ein bisschen schwammig definiert im Gesetz. Wenn Sie jetzt reingucken, dann stehen da folgende Merkmale drin. Da steht einmal drin, es muss ein räumlich zusammengehörendes Gebiet sein. Jetzt frage ich Sie, was ist räumlich zusammengehörend? Mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer Erzeugungsanlage verbunden sein. Für die Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas unbedeutend und diskriminierungsfreier und unentgeltlicher Zugang zum liberalen Strommarkt. Und ich bin mir sicher, aber wenn ich hier jetzt Sie alle durchfragen würde, was verstehen Sie unter räumlich zusammenhängendes Gebiet oder was ist für Sie wirtschaftlich unbedeutend, da würden wir die unterschiedlichsten Begriffe bekommen. Und so hat man sich in der Vergangenheit auch natürlich sehr stark gestritten. Der Netzbetreiber hätte die Kundenanlage gern möglichst klein, logischerweise. Der Anlagenbetreiber möglichst groß. Ne? Er würde am liebsten noch die Tante im anderen Stadtgebiet mitversorgen und würde die Kundenanlage gerne über das komplette Stadtgebiet
ziehen. Und da war es immer so ein bisschen schwammig. Man wusste nicht so richtig, was ist denn jetzt eigentlich eine Kundenanlage? Und da gab es im vergangenen Jahr ein paar BGH-Beschlüsse am 12.11., die das so ein bisschen näher definiert haben. Und seither ist eigentlich in dem Bereich Ruhe. Ja? Also jetzt weiß man schon deutlich mehr, was darunter zu verstehen ist. Das heißt, räumlich zusammengehörendes Gebiet ist, wenn die Grundstücke so gut wie ausschließlich über eine Anlage versorgt werden, weitestgehend aneinander grenzen und es sich ein geschlossenes Gebiet darstellen. Also es bedeutet, ich darf eben keine Grundstücke irgendwie dazwischen haben oder eine vierspurige Autobahn, die irgendwo zwischendurch geht, dann ist es eben nicht mehr räumlich zusammenhängend, dann bin ich nicht mehr in dem Begriff der Kundenanlage unterwegs, aber solange es sich nur so um so kleine Erschließungsstraßen handelt, ist es unkritisch und solange es räumlich entsprechend zusammengehörig ist, können Sie auch mehrere Häuser, mehrere Grundstücke problemlos als Kundenanlage entsprechend betreiben. Der zweite Punkt, über den man sich immer gestritten hat, war das Thema wirtschaftlich unbedeutend. Was ist denn jetzt wirtschaftlich unbedeutend? Und da hat der BGH gesagt, es ist in der Regel wirtschaftlich unbedeutend, wenn mehr als zwei der folgenden Punkte nicht durchbrochen werden. Ja? Also die Juristen, habe ich letztens gehört, die nennen das magische Viereck. Das heißt, diese vier Punkte, da muss ich einfach nicht mehr als zwei durchbrechen, dann bin ich soweit safe. Das heißt, ich sollte nicht, also ein Punkt ist mehrere hundert Letztverbraucher. Ja? Also das heißt, so 300 Letztverbraucher, habe ich dieses Merkmal schon durchbrochen. Fläche deutlich über 10.000 Quadratmeter. Wenn ich da drüber bin, habe ich dieses Merkmal durchbrochen. Durchgeleitete Energie mehr als 1.000 Megawattstunden habe ich dieses Merkmal durchbrochen oder mehrere Gebäude. Ja? Also das heißt, wenn ich nur mehrere Gebäude habe und meinetwegen 300 Letztverbraucher, bin ich noch wirtschaftlich unbedeutend. Habe ich dann aber noch eine Fläche von mehr als 10.000 Quadratmeter, dann bin ich im Bereich drin. Was heißt das für Sie? Wenn Sie solche Projekte umsetzen, alles, was so kleinere KWK-Anlagen, also unter kleine KWK-Anlagen spricht man in der Regel bis 50 kW elektrischer Leistung, sind Sie in der Regel, solange es sich eben um ein zusammengehörendes Gebiet handelt, in der Regel sind Sie da im Bereich einer Kundenanlage. Also ein Gebäude oder zwei, das Nachbargebäude noch, ist zwei, drei Grundstücke sind, dann brauchen Sie sich da keine Sorgen mehr machen, dann sind Sie im Bereich einer Kundenanlage. Nur wenn Sie ein ganzes Stadtgebiet beispielsweise, ein ganzes Wohngebiet oder sowas versorgen möchten oder ein größeres Gebiet halt, da muss man sich's angucken. Ja, da muss man sich die Fälle angucken, muss schauen, in welchem Bereich befinden wir uns, da muss man es näher angucken. Aber die Diskussion, früher war ja immer so die magische 100-Wohneinheiten-Grenze, die immer angebracht worden ist, die gilt in der Form so nicht mehr. Ja, also alles, was sich in diesem Rahmen hier, wie jetzt eben dargestellt ist, befindet, ist soweit in Ordnung. Der Herr Bartel möchte mal wissen, was bedeutet mehrere Gebäude? Ja, also im Endeffekt, das haben wir sehr, sehr oft, also ich werde Ihnen nachher auch ja noch ein paar Beispiele zeigen. Oft wird ja ein ganzes Areal gebaut, also da haben wir dann drei oder vier Wohngebäude, die nebeneinander von einem Bauträger errichtet werden. Das ist völlig unkritisch. Ja, also es muss nicht ein Gebäude sein. Das ist das, was die Kernaussage von der ganzen Geschichte ist, muss nicht innerhalb eines Gebäudes stattfinden. So, dann würde ich Ihnen gerne noch ein paar Sätze zum Messstellenbetriebsgesetz sagen. Auch hier frage ich in meinen Vorträgen immer, wenn ich sie nicht über Webinar mache natürlich, frage ich immer die Leute, ob sie denn vom Messstellenbetriebsgesetz schon mal gehört haben und da sind die Antworten immer sehr erstaunlich, dass relativ wenige das Gesetz kennen, obwohl es uns alle betreffen wird. Denn über kurz oder lang, bis spätestens 2030, um genau zu sein, sollen alle Verbrauchsstellen in der Bundesrepublik Deutschland mit sogenannten intelligenten Messsystemen, umgangssprachlich nennen wir das auch gerne Smart Meter, ausgestattet werden. Dabei handelt es sich eben um moderne Messeinrichtungen zur Erfassung von elektrischer Energie. Das sind diese klassischen Zeller, wie Sie sie kennen, die eben nicht diese schwarzen Ferraris-Zeller sind, die mechanisch ermitteln, sondern die digital ermitteln, diese weißen, kleinen, die EHZ-Zeller nennt man die ja auch, das entsprechend erfassen. Und diese moderne Messeinrichtung müssen dann die Zählerstände über ein sogenanntes Smart Meter Gateway an Server übertragen, damit der Verbrauch entsprechend nachvollzogen werden kann.
Ja, das große Ziel hinter Messstellenbetriebsgesetz sind zwei Dinge. Zum einen, dass jeder Verbraucher seinen Verbrauch nachvollziehen kann. Also wenn Sie zu Hause den Föhn einschalten, dass die Kurve hochgeht und Sie sehen eben, wie viel Strom dieser Föhn tatsächlich verbraucht. Das ist das eine Ziel. Das andere Ziel ist eben, eine Preisdifferenzierung möglich zu machen. Also sprich, wenn jetzt viel Photovoltaikstrom in den Netzen ist, der Netzbetreiber muss schon die PV-Anlagen abriegeln, weil das Netz nicht mehr Strom aufnehmen kann, dann sollen sie animiert werden, mehr Strom zu verbrauchen, damit sie eben dann die Waschmaschine einschalten, wenn viel Strom da ist. Und das werde ich eben mit diesen intelligenten Messsystemen machen können. Und dafür sind die gedacht. Ja. Es gibt jetzt auch, das ist die Neuerung, den sogenannten wettbewerblichen Messstellenbetreiber. Das heißt, die Zähler, die Sie bei sich einbauen, müssen nicht mehr zwingend vom Netzbetreiber vor Ort kommen. Ja, man kennt es ja normalerweise, man baut ein Haus und dann werden die Zähler vom Netzbetreiber eigentlich automatisch immer eingebaut. Das ist nicht mehr so, also das kann so sein, das wird in der Regel auch immer noch so gemacht, aber Sie haben jetzt das freie Wahlrecht, die Möglichkeit, auch einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber zu beauftragen. Und damit möchte man einfach ein bisschen halt ja, Preiskampf schaffen. Und das hat das Messstellenbetriebsgesetz eben auch geschaffen. An der Stelle kommt immer der Hinweis oder häufig der Hinweis, Moment mal, dieses gilt doch nur für 6.000 Kilowattstunden Verbrauch. Vorher muss ich diese intelligenten Messsysteme nicht einbauen. Das ist ein bisschen ein Missverständnis, wo draußen herrscht. Diese 6.000 Kilowattstunden Grenze, die gilt für den Netzbetreiber. Das bedeutet, der Netzbetreiber muss bei einem Verbrauch von mehr als 6.000 Kilowattstunden pro Jahr ein solches intelligentes Messsystem einsetzen. Darunter kann er es. Und Sie dürfen es aber nicht ablehnen. Ja, das bedeutet, der Netzbetreiber mit allen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die fahren natürlich nicht wegen einem Zähler ein Objekt an, tauschen den Zähler. Die werden Häuser, wenn nicht sogar straßenweise, diese Zähler ausrollen. Und dann sind natürlich auch Verbräuche deutlich unter 6.000 Kilowattstunden von dem Thema betroffen. Genau, es gibt jetzt eben den grundzuständigen Messstellenbetreiber. Das ist weiterhin meistens der Netzbetreiber, also der, der die meisten Zähler innerhalb eines Gebietes, innerhalb eines Netzes betreut. Das ist der sogenannte grundzuständige Messstellenbetreiber. Der ist erstmal für die Zähler zuständig. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, wenn ich nicht den grundzuständigen möchte, kann ich eben einen freien Messstellenbetreiber, da gibt es ja diverse Anbieter draußen, mir auswählen und den entsprechend beauftragen, dies zu erledigen. Auch ein wichtiger Satz, da weise ich auch mal drauf hin, weil da stören sich auch viele Netzbetreiber mal dran. Solange noch kein intelligentes Messsystem verbaut ist, ist die Verrechnung zwischen SLP und RLM-Profilen absolut zulässig. Ja, was bedeutet das? Es gibt zwei unterschiedliche Zählerarten. Es gibt sogenannte Standard-Lastprofilzähler und es gibt registrierende Lastgangsmessungszähler. Die RLM-Zähler, die brauche ich, wenn ich einen hohen Stromverbrauch habe, also über 100.000 Kilowattstunden Verbrauch, dann brauche ich in der Regel diese RLM-Zähler. Und jetzt können Sie sich vorstellen, beim Mieterstrom, wenn ich ein großes Objekt habe mit 160 Wohneinheiten, dann habe ich natürlich sehr, sehr viel Strom, wo ich über diesen Summenzähler ziehe. Das heißt, dann kann es sein, dass hier ein RLM-Zähler installiert werden muss. Und viele Netzbetreiber haben dann früher gesagt, Moment, wenn hier ein RLM-Zähler ist, dann müssen alle Zähler im Objekt, also jeder Wohnungszähler, auch durch sogenannte RLM-Zähler getauscht werden. Und das ist falsch. Im Gesetz steht ganz klar drin, dass eine Verrechnung von SLP und RLM zulässig ist. Ja, auch das als Hinweis für Sie, wenn Sie sowas umsetzen, lassen Sie sich da bitte nicht verunsichern. Was für Vorteile bringt es und warum erzähle ich Ihnen das? Weil wir haben ja eigentlich das Thema Mieterstrom oder Strom aus KWK-Anlagen. Warum erzähle ich Ihnen was vom vom Messstellenbetriebsgesetz? Das tue ich deshalb, weil es für Mieterstrom gewisse Vorteile mit sich bringt. Also wir beispielsweise, wir sind ja auch Dienstleister, der solche Projekte umsetzt. Und wir haben seit 2016, setzen wir nur solche Systeme ein, weil wir damit im 2-Sekunden-Takt genau ermitteln können, wo der Strom hinfließt. Ja, also wir können alle 2 Sekunden genau sagen, wo der Strom hingeflossen ist. Und es ermöglicht es uns, dass wir beispielsweise den Strom, den wir von außen ziehen nach innen weitergeben, dass dieser Strom anders vergütet werden kann, wie der Strom, den ich vom Blockheizkraftwerk an die entsprechenden Bewohner liefere. Ja, das ist einfach ein Riesenvorteil und deswegen setzen wir das dementsprechend
auch um. Vorteil für die Bewohner ist, sie können live sehen, zu wie viel Prozent sie gerade vom BRKW entsprechend versorgt werden. Das ist natürlich der Riesenvorteil, auch dementsprechend transparent übers Portal oder übers Handy. Dann habe ich noch ein kurzes Thema für Sie, was das Eigenverbrauch angeht. Das Thema Eigenverbrauch wird häufig falsch gemacht oder falsch betrachtet. Deswegen möchte ich es kurz ansprechen, einfach für Sie als Hinweis, dass Sie es beachten. Was Sie wissen müssen, grundsätzlich ist erstmal jede Kilowattstunde Strom, die in der Bundesrepublik verbraucht wird, mit der EEG-Umlage und zwar mit der vollen EEG-Umlage behaftet. Dann gibt es einzelne Privilegien, wo ich die EEG-Umlage ganz oder zum Teil reduzieren kann. Diese Privilegien sind an gewisse Bedingungen geknüpft, die ich zwingend einhalten muss. Ja, also ich habe nicht automatisch das Privileg, ich muss dieses Privileg für mich geltend machen und muss entsprechend auf diese Kriterien, die ich erfüllen muss, tunlichst achten. Und eines dieser Kriterien beim Eigenverbrauch ist, dass der Letztverbraucher, also derjenige, der den Strom verbraucht, und derjenige, der den Strom erzeugt, personenidentisch sein muss, damit ich das Privileg des Eigenverbrauchs geltend machen kann. Das bedeutet, wenn der Paul Müller als Geschäftsführer und Inhaber der Paul Müller GmbH Strom erzeugt und an die GmbH Strom liefert, dann ist es nicht personenidentisch. Das bedeutet, es ist kein Eigenverbrauch. Noch drastischer und noch häufiger falsch läuft es bei Wohnungseigentümergemeinschaften. Die Wohnungseigentümergemeinschaft im Gesamten ist nicht personenidentisch mit dem einzelnen Eigentümer. Ja, obwohl er Teil der Wohnungseigentümergemeinschaft ist, besteht keine Personenidentität mit dem einzelnen Eigentümer. Auch hier volle EEG-Umlage zu berücksichtigen. Der zweite Punkt neben der Personenidentität ist die Gleichzeitigkeit, die ich nachweisen muss. Das heißt, wenn ich mir jetzt wieder unser Haus vorstelle, dann kann ich für genau einen Zähler bei einer WEG das Privileg des Eigenverbrauchs geltend machen, nämlich für den Hausstrom, für den Allgemeinstrom. Jetzt ist es aber so, dass ich ja nicht, jetzt könnte man ja annehmen, wenn der Hausstromzähler meinetwegen 5000 Kilowattstunden verbraucht hat und ich hier mit dem BRKW 30.000 Kilowattstunden erzeugt habe, kann ich sagen, okay, die 3000 Kilowattstunden sind Eigenverbrauch. Ja, ich habe mehr erzeugt, als dort verbraucht worden ist. Das ist aber so nicht richtig. Sie müssen, weil es könnte ja auch Strom von außen auf den Hausstromzähler geflossen sein. Und das müssen Sie nachweisen. Sie müssen exakt nachweisen, was von der KWK-Anlage auf den Hausstromzähler geflossen ist. Und Sie werden feststellen, das ist sehr, sehr schwierig, nur möglich. Das geht nämlich nur mit relativ teuren RLM-Messungen, die das entsprechend eichrechtlich auch nachweisen können. Was bedeutet das? Auch für den Hausstromzähler lohnt es sich in der Regel nicht, das Privileg des Eigenverbrauchs geltend zu machen. Das als Hinweis. Seit 2017 gibt es noch den sogenannten Bagatellverbrauch. Das heißt, wenn ich klassisches Einfamilienhaus habe, ja, ich habe meine PV-Anlage oder mein Blockheizkraftwerk im Keller, erzeuge Strom und ich verbrauche den selber, also es handelt sich um Eigenverbrauch, ist alles gut. Dann gab es früher oft noch die Situation, dass ich noch eine Anliegerwohnung habe, da ist ein Mieter drin, dem habe ich den Strom auch geliefert. Und das wäre tatsächlich Drittverbrauch. Und da Sie dann wieder die Gleichzeitigkeit nachweisen können, wäre theoretisch alles Drittverbrauch gewesen. Hat der Gesetzgeber erkannt und hat gesagt, alles, was ich im Bereich von einem klassischen Haushaltskunden, 3000 Kilowattstunden, 3500 Kilowattstunden sich bewegt, ist trotzdem noch Eigenverbrauch, also ein Bagatellverbrauch und kann entsprechend als Eigenverbrauch angerechnet werden. Zum Schluss habe ich Ihnen noch ein paar Messkonzepte, die ich Ihnen kurz darstellen möchte, so die gängigen Fälle, sage ich mal. Also wenn Sie einen Erzeuger haben, Blockheizkraftwerk oder Photovoltaik, völlig egal, dann brauchen Sie eben den Erzeugungszähler und den Summenzähler, wie ich Ihnen schon vorgestellt habe. Denken Sie dran, beim Summenzähler brauchen Sie in der Regel ab 6 Wohneinheiten eine Wandlermessung, um das entsprechend nachvollziehen zu können. Der Netzbetreiber, den sollte man immer mit einplanen, ganz wichtig. Wenn Sie eine zweite Erzeugungsanlage einplanen, dann müssen Sie den Strom voneinander trennen. Sie bekommen ja für den Photovoltaikstrom, wenn Sie einspeisen, mehr wie für den KWK-Strom. Diese Trennung kann unter anderem mit dem sogenannten Kaskadenmodell erfolgen. Das heißt, der Kaskadenzähler ermittelt dann eben, was wurde mit der KWK-Anlage erzeugt, was wurde mit der Photovoltaikanlage erzeugt. Dritter und letzter Fall, und der ist mir immer besonders wichtig, darauf hinzuweisen, was passiert, wenn ich einen Stromspeicher installiere, dann denken Sie bitte unbedingt dran, dass Sie vor den Stromspeicher
einen Zähler, der in zwei Richtungen zählt, installieren, der auch geeicht ist, damit Sie ermitteln können, was in den Speicher reinfließt, was aus dem Speicher rausfließt. Warum ist der Zähler so wichtig? Der Stromspeicher gilt dem Gesetz nach als Letztverbraucher. Das bedeutet, wenn Sie Strom einspeichern, ist es eine Lieferung an Letztverbraucher, wäre mit der vollen EEG-Umlage behaftet. Und wenn Sie die gleiche Kilowattstunde dann wieder ausspeichern und an einen Bewohner liefern, ist es wieder eine Lieferung an Dritte. Das heißt, wieder volle EEG-Umlage, dann würden Sie für eine Kilowattstunde Strom die doppelte EEG-Umlage bezahlen. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber den § 61L im EEG geschaffen, der sagt vereinfacht ausgedrückt, wenn du geeicht messen kannst, was du einspeicherst und geeicht messen kannst, was du wieder ausspeicherst, dann ist der Strom, den du einspeicherst, von der EEG-Umlage befreit. Deshalb, wenn Sie solche Projekte umsetzen, denken Sie bitte an den Stromzähler für den Speicher, der wird nämlich leider sehr häufig vergessen. Damit haben wir die Theorie hinter uns, kommen wir zur Praxis. Ich habe Ihnen, ich glaube, vier, wenn ich es richtig im Kopf habe, vier Beispiele mitgebracht, um Ihnen einfach zu zeigen, das ist nicht nur graue Theorie, sondern es passiert tatsächlich. Deswegen wollte ich Ihnen ein paar Beispiele nennen. Eines unserer Projekte, wo wir umgesetzt haben, ist Kehl Hauptstraße. Das war das sogenannte Postareal. Da hatte ein Investor einen Neubau mit 3 Gebäuden geplant, davon 50 Wohn- und 11 Geschäftseinheiten. Er wollte damals das EE-Wärme-G, heute gibt es ja das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, damals war es noch das EE-Wärme-G, wollte er mit einer 200 Quadratmeter Solarthermie-Kollektorenfläche und 5000 Liter Pufferspeicher erfüllen. Die Investition lag dabei bei grob 120.000 Euro und die Spitzen wollte er entsprechend über einen Gasbrennwertkessel mit 215 kW Leistung umsetzen. So sind die ins Rennen gegangen, haben auch mit dem Rohbau begonnen, bis dann der Statiker irgendwann ein Veto eingelegt hat und gesagt hat, nee, die Solarthermieanlage trägt das Dach nicht, das können wir nicht machen. Das war dann der Moment, wo wir dann zugeschaltet worden sind. Uns wurde die Situation erklärt und man hat uns gebeten, eben eine Möglichkeit zu finden, wie man die Solarthermieanlage umgehen könnte, was man da alternativ machen könnte. Unser Vorschlag war dann eben statt dieser Solarthermieanlage 2 Blockheizkraftwerke mit je 5,5 kW elektrischer Leistung zu verwenden. Auch hier der Aufbau einer Kundenanlage, so wie ich es Ihnen erklärt habe, mit Mieterstrom, eben dass der Strom direkt an die Bewohner vermarktet werden kann. Und Gebäudeeigentümer hat aber uns zur Auflage gemacht, dass wir keinerlei Kapitalkosten, also wir sollten die Anlage betreiben als Kontraktor in diesem Fall, und der Investor hat uns aber zur Auflage gemacht, dass keine Kapital- und Renditeaufschläge auf die Wärme erfolgen darf, sprich Wärme zum Selbstkostenpreis ohne Kapitalkosten. Das heißt, wir mussten die BHKWs dann ausschließlich durch den Stromverkauf amortisieren. Das war für uns natürlich eine Herausforderung. Der Investor hat natürlich dann die 120.000 Euro für die Solarthermieanlage gespart, was für den natürlich auch interessant war. Wir haben das umgesetzt und heute sind ungefähr 51 der 61 Mietparteien mit KWK-Strom versorgt. Das heißt, 10 machen nicht mit, 51 machen mit. Die BRKWs erzeugen ca. 250 Kilowattstunden pro Tag. Der Verbrauch liegt ungefähr bei 300 Kilowattstunden pro Tag. Das heißt, virtuell werden noch ja knapp 5% eingespeist. Physikalisch wird überhaupt nichts mehr eingespeist. Und auch hier haben wir entsprechend das Smart-Meter-Konzept umgesetzt. Der Herr Gerler hat jetzt noch was geschrieben, da ist bei kleineren Mehrfamilienhäusern seit dem KWG 2020 unter Umständen wirtschaftlicher, nur den allgemeinen Strom vom BHKW versorgen zu lassen und den Rest ins Netz einzuspeisen. Das würde ich in Frage stellen. Aber das, ich weiß es nicht genau, worauf Sie sich beziehen, Herr Gerlach, aber ich habe Ihnen ja vorher in den Folien gezeigt, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Aber wir können da gerne... Herr Gerlach, als Kollege aus dem AKDZent, wir tauschen uns da immer untereinander aus und besprechen solche Sachen auch. Mhm. Okay, genau. Also, wie gesagt, ich kann jetzt nicht genau sagen, was da das Thema ist, aber das können wir bestimmt im Nachgang noch erörtern. Genau, in dem Projekt hatten wir erfreulicherweise auch den Contracting-Preis vom Land Baden-Württemberg gewonnen, 2018. Das zweite Projekt, wo ich Ihnen noch vorstellen möchte, ist Marktstadt-Zindelfingerstraße. Auch hier 3 Gebäude, 22 Wohneinheiten. Hier wollte der
Investor gleich ein BRKW einsetzen, wollte aber auch, dass hier keine Investitionskosten auf die Wärme gewälzt werden. Hier wurde dann ein Gasbrennwertkessel mit 89 kW thermischer Leistung entsprechend umgesetzt. Wir haben auch hier den Fall so umgesetzt. In dem Fall hatte der Bauträger die Heizzentrale selbst investiert. Wir pachten die Heizzentrale dort und liefern die Wärme auch hier. Das war eben wichtig, den Selbstkostenpreis. Also auch hier keinerlei Kapital- oder Renditeaufschläge. Und auch hier haben wir jetzt 29 von 24 Parteien, die mitmachen, die eben vom KWK-Strom versorgt werden. BRKWs erzeugen 90 Kilowattstunden pro Tag. Der Verbrauch liegt bei 120 Kilowattstunden pro Tag. Bei einer Autarkie haben wir in dem Fall von 50%. Virtuell werden noch grob 30% eingespeist. Auch hier Smart Meter Konzept, das heißt dementsprechend auch hier mit den Ihnen vorgestellten intelligenten Messsystemen. Letztes Objekt oder zweitletztes Objekt, Freiburg habe ich Ihnen noch mitgebracht danach, Hagen-Mühlenweg oben im Norden, hat ein Gebäudeeigentümer die Heizungssanierung von 4 Gebäuden geplant mit 33 Wohneinheiten. Da sollte auch 2 KWK-Anlagen installiert werden. Die Ölheizung sollte ersetzt werden, was ja sehr löblich ist. Strom sollte an die Bewohner vermarktet werden. Das war das große Ziel. Wir haben in dem Fall die Konzeption und Abrechnung übernommen. Auch hier wird der Strom vermarktet. Der Gebäudeeigentümer betreibt das BRKW selbst und vermarktet den Strom auch an die Bewohner selbst. Und wir erledigen dementsprechend die Abrechnung und die Formalitäten, die damit so einhergehen. Genau, zuletzt noch Freiburg-Schauinslandstraße, da war es ein Investor, der einen Neubau gemacht hat mit 3 Gebäuden, 18 Wohneinheiten, auch hier Blockheizkraftwerk eingesetzt, sollte auch eine alternative Form der Finanzierung gefunden werden. Da war es nachher so, dass wir die Anlage investiert haben und der Bauträger die Anlage gepachtet hat dann von uns. Er betreibt selbst, wir erledigen die Abrechnung für ihn. Und die Anlagenpacht wird dann entsprechend von den Erträgen aus diesem Stromertrag entsprechend dann refinanziert. In dem Objekt ist es so, und das zeigt dann auch immer, wenn der Gebäudeeigentümer da selbst involviert ist, funktioniert das immer sehr, sehr gut. Da machen alle mit. Und wir haben das hier auch, wie Sie in den Bildern erkennen können, noch mit dem konventionellen Zählerkonzept umgesetzt. Also wirklich diese alten Ferrari-Zähler, wie Sie sie kennen, sind dort installiert worden mit der Drehscheibe. Und auch hier werden 82 Kilowattstunden erzeugt, 130 werden verbraucht, virtuell werden noch 21 eingespeist. Das heißt also auch hier funktioniert es sehr gut. Das war im Schnelldurchlauf das Thema Mieterstrom oder das Thema eben Strom aus kleinen KWK-Anlagen. Mir ist immer wichtig, darauf hinzuweisen, weil man hört in den Medien immer, dass die Energiewende nur Geld kostet, die EEG-Umlage kostet Geld, gibt die verschiedensten Dinge. Wo man immer wieder sagt, es kostet alles Geld. Und mit Mieterstrom haben wir aus meiner Sicht jetzt eine Möglichkeit geschaffen, wo auch Leute, die sich keine PV-Anlage vielleicht leisten können, an der Energiewende, an den Erträgen der Energiewende zu beteiligen. Und da ist eben Mieterstrom aus meiner Sicht das Instrument dafür. Das war es im Schnelldurchlauf. Haben Sie denn noch Fragen? Wer ist denn anders? Sind noch irgendwelche Fragen aufgekommen? Nee, ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Ich habe noch einen Kommentar vom Herrn Falk, da möchte ich aber selber drauf eingehen. Letztendlich möchte ich mich erstmal natürlich, Herr Huber, bei Ihnen bedanken, dass Sie uns heute sozusagen die Thematik ein bisschen vorgestellt haben, in die Thematik eingeführt haben, vor allem was KWK in kleinen Projekten ausmacht. Mit dem Herrn Huber zusammen haben wir unter anderem auch einen Leitfaden geschrieben zu KWK in der Wohnungswirtschaft. Da weise ich gerne darauf hin, den bewerbe ich ganz gerne. Ich stelle Ihnen einen Link dazu gerade in den Chat rein. Über diesen Link finden Sie den Leitfaden bei uns auf der Homepage der Wärmewende. Beachten Sie bitte, in den nächsten 2-3 Wochen wird eine neue Version des Leitfadens entstehen. Ich möchte Ihnen trotzdem jetzt schon den Link weitergeben, weil unter diesem Link auch der neue Leitfaden im neuen Gewand des Kompetenzzentrums Wärmewende zu finden ist. Und dann möchte ich natürlich noch auf die Frage ganz am Anfang und jetzt auf die letzte Frage vom Herrn Lammertz eingehen. Die Folien werden zur Verfügung gestellt. Sie erhalten im Nachgang nochmal eine Information, auch einen kleinen Feedbackbogen. Sie erhalten die Information, wenn das YouTube-Video verfügbar ist, wo Sie das finden, wo Sie bei uns auf der Webseite sozusagen das Video finden. Und auf unserer Webseite werden dann auch die Folien hochgeladen. Und dort haben Sie die Möglichkeit, diese Folien runterzuladen.
Ja, und dann möchte ich sozusagen noch einmal eine kleine Werbung machen für die weiteren Webinarteile, auch ein bisschen auf die Frage oder auf den Kommentar vom Herrn Falk eingehen. Warum wird es denn nicht viel öfter eingesetzt, das Thema Mieterstrom? Warum werden, wenn Blockheizkraftwerke eingesetzt werden, diese noch viel zu klein dimensioniert? Herr Huber, vielleicht können Sie dazu auch noch kurz was sagen. Ansonsten weise ich natürlich gerne auf unsere Webinarreihe, auf die weiteren Termine hin. Unter anderem mit dem Herrn Köhler, der heute auch dabei war, das Thema am 24.03. selber machen oder machen lassen. Weil eben das Thema ganz oft auch eine Frage des Aufwandes, des Betreiberaufwandes letztendlich ist. Mache ich das über einen Dienstleister? Was kann ich selber machen? Contractor, wie sieht das aus? Und da es keine ganz einfache Thematik ist, wäre es aus meiner Sicht eben eine Erklärung, warum das oft eben noch viel zu klein dimensioniert eingesetzt wird. Aber Herr Huber, ich überlasse Ihnen gerne dazu das letzte Wort. Nö, ja, also kann ich mich nur anschließen, ja. Also das neue KWKG bietet ja auch schon seit 2016 die Möglichkeit, auch die Anlagen deutlich größer zu dimensionieren. Ich denke, das kommt da noch ein bisschen von der alten, vom alten Förderschema her, wo eben die 10 Jahre gesetzt waren, wo man möglichst viel Förderung rausholen wollte. Genau, aber wie Sie gesagt haben, ja, kann ich mich nur anschließen. Super. Ja, Herr Gerlach, auch nochmal vielen Dank für den letzten Kommentar, dass KWK oder Blockheizkraftwerke natürlich in den kleinsten Einheiten nicht immer sinnvoll ist, ist nachvollziehbar. Ab einer gewissen Größe sollte man aber auf jeden Fall drüber nachdenken. Herr Huber, so 6, 7, 8, 9 Wohneinheiten. Ja, das ist, hängt immer stark natürlich von der Schmerzgrenze, immer von dem Anlagenbetreiber ab. Aber da hat der Herr Gerlach vollkommen recht, da weiß ich jetzt auch, worauf er das bezogen hatte. Genau, also es sind gewisse administrative Aufgaben mit Mieterstrom verbunden, das ist vollkommen richtig. Und wenn der Ertrag, also je kleiner natürlich die Wohneinheiten oder je weniger Wohneinheiten in so einem Objekt sind, desto geringer ist der Ertrag natürlich. Und da ist die Schmerzgrenze bei jedem anders, wo er sagt, da lohnt sich das oder da lohnt sich das nicht. Es gibt immer Dienstleister, die das abnehmen, aber auch die machen das natürlich nicht kostenlos. Aber in der Regel, ja, also ganz grob 10 Wohneinheiten fängt es an, auf jeden Fall Spaß zu machen. Ja. Aber auch darunter kann es unter Umständen, wir haben zum Beispiel auch Kunden mit 3 Wohneinheiten, die einfach das als Anliegen haben, autark zu sein und auch die Bewohner zu vermarkten. Ist immer, hängt immer davon ab, was die persönlichen Präferenzen sind. Aber wenn es rein auf die Wirtschaftlichkeit gesetzt wird, dann fängt es an, so ab 10 Wohneinheiten Spaß zu machen. Ja. Genau. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Herr Huber, vielen Dank, dass Sie uns heute begleitet haben. Natürlich auch vielen Dank an Sie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie so lange durchgehalten haben und uns sozusagen durch das erste Thema begleitet haben. Nächste Woche Mittwoch geht es schon weiter mit KWK aus größeren Anlagen. Also wir reden dann hier von Quartierskonzepten. Also wie kann man dort wirklich auch dort die Konzepte umsetzen. Herr Danzeisen wird eine Woche später dann Hinweise zum Wartungsaufwand von KWK-Anlagen geben. Also wo ist der Vollwartungsvertrag, Teilwartungsverträge, wo lohnt es sich, woran müsste man denken, vor allem auch bei neuen BHKWs, bei wieder aufbereiteten BHKWs. Eine Woche später werden wir vom Herrn Weipert das Thema Fernüberwachung und Meldung, was muss ein gutes System können, um sozusagen dem Betreiber oder Ihnen letztendlich möglichst viele, ich will jetzt nicht sagen Lasten, aber viele Aufgaben abzunehmen. Also welches System kann man wie, wo einsetzen, Herr Huber? Ich hoffe, Sie sind dort auch wenigstens als Teilnehmer mit dabei. Da haben Sie ja auch schon Ihre Erfahrung gesammelt. Herr Köhler, heute auch als Teilnehmer dabei, wird eine Woche drauf das Thema vorstellen, selber machen oder machen lassen. Also welche Vorteile bringt es, einen Contractor mit einzubinden, welche Nachteile es eventuell auch. Und den Abschluss macht der Herr Staud auch aus dem AK dezent als passionierter KWK-Freund und Handwerker, der Ihnen einfach zeigen muss, was muss ein guter Fachplaner leisten, weil eben dieses Thema, ich habe vielleicht schlechte Erfahrungen mit Blockheizkraftwerk gemacht, oftmal ein Grund dafür ist, Blockheizkraftwerke eben nicht einzusetzen. Und da hoffe ich natürlich, dass der Herr Staud uns eines Besseren belehrt, beziehungsweise Ihnen nützliche Tipps weitergibt. Ja, und ansonsten, Herr Huber, vielen Dank nochmal, dass Sie uns heute begleitet haben. Ich freue mich darauf, wenn wir Sie in den nächsten Wochen in den Webinaren auch begrüßen dürfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gleich so, vielen Dank, machen Sie es gut.